Professor Michael Burda leitet seit 1993 das Institut für Wirtschaftstheorie II an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Die Forschung des gebürtigen US-Amerikaners befasst sich vorwiegend mit Themen der Makroökonomik und der Arbeitsmarktökonomik in Deutschland. Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs Ökonomisches Risiko untersucht Michael Burda insbesondere Gefahren, die den Markt negativ beeinflussen können, etwa die derzeitige Instabilität des Euro. Der Sonderforschungsbereich ist ein großes Forschungsprojekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Die beschäftigt sich mit ökonomischem Risiko. Das ist ein ganz breites Feld. Das betrifft nicht nur mein Fach, sondern auch die Mikroökonomie. Wie setzt man Anreize, damit Menschen besser mit Risiko umgehen oder dass Menschen selber nicht Risiko verursachen? Man kann auch sich vorstellen, dass die Messung und die Quantifizierung von Risiko sehr schwierig ist, vor allen Dingen, wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Ich persönlich habe Arbeitsmarkt im Visier. Der Arbeitsmarkt ist der größte Markt in einer Volkswirtschaft. Da wird 2/3 der gesamten Einkünfte einer Volkswirtschaft ausgezahlt. Das heißt, die wahre Arbeitskraft ist ganz wichtig für die Volkswirtschaft. Ohne Arbeit funktioniert gar nichts. Und der Markt, wenn man den Markt so verstehen kann, ist eine Vermittlung von Nachfrage nach Arbeit und Angebot an Arbeit. Und diese Nachfrage nach Arbeit, also die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und das Angebot an Arbeit, die Bereitschaft zu arbeiten, das sind Dinge, die nicht konstant sind. Die sind tatsächlich auch mit Schwankungen versehen. Und manche Schwankungen kommen natürlich von oben. Also es gibt eine Rezession oder eine Wirtschaftskrise, es gibt einen Aufschwung. Das ändert natürlich die Risiken, die Risikostrukturen, die Menschen haben als Arbeitnehmer und auch als Arbeitgeber gegebenenfalls. Ich meine, der Preis der deutschen Erfolge der letzten 10 oder 15 Jahren ist, dass Deutschland keineswegs autark ist. Es ist kein Autark mehr. Autark heißt, ich produziere alles für mich selber. Also Robinson Crusoe konnte das machen, aber heutzutage ist das gerade in einem Land, wo man immer davon strahlt und prahlt, irgendwie Exportweltmeister zu sein, muss man auch damit leben, dass man auch eine Menge importiert. Und die Exporte machen ja gegenwärtig 40-45% des Bruttoinlandsproduktes aus. Das ist eine Menge, aber die Importe sind auch ebenfalls 40% des Bruttoinlandsproduktes. Also Deutschland ist im Prinzip wie Kalifornien in den USA. Kalifornien exportiert eine Menge, importiert eine Menge. Das heißt bei uns Integration. Ökonomische Integration heißt, wir sind alle voneinander abhängig. Also hier Güter- und Dienstleistungsmärkte, aber auch bezüglich der Finanzmärkte. Das führt uns zurück zu dem alten Problem der Finanzmarktintegration und Kapitalbewegungen und so weiter. Ja, die deutsche Arbeitsmarktentwicklung ist durchaus positiv, das ist bekannt. Die Arbeitslosigkeit ist kaum gestiegen 2009, wo die ganze Welt irgendwie, die industrielle Welt beklagt hat oder große Zunahme der Arbeitslosigkeit zu beklagen hatte. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, es sei denn, wir kriegen so eine große Störung von außen. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass irgendeine Katastrophe mit dem Euro passiert. Und das würde auch gerade die Ablösung von Ländern aus der Europäischen Währungsunion, auch wenn es Deutschland ist, kann eigentlich nur Schlechtes bringen in dieser Hinsicht. Also viele Exportprodukte werden zu einem Wechselkurs, der vielleicht 30% über dem gegenwärtigen liegt, nicht mehr verkäuflich. Also es kann keine Firma das aushalten. Und deshalb rate ich sehr davon ab, dass Menschen diese Idee der Wiedereinführung der deutschen Mark erfreuen. Das kann nur Schlimmes für uns alle bringen. Also davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Auf der anderen Seite, ich sehe keine großen Gefahren im Moment. Und wenn das so ist, dann wird sich die positive Entwicklung sich durchsetzen. Also die Forschung im ökonomischen Risiko, im Bereich der ökonomischen Risiken ist sehr breit und weitet sich ständig aus. Wir überlegen uns im Moment Kooperationen mit Kollegen in ganz diversen Themen. Wir interessieren uns auch für Großrisiken, also nicht nur ökonomischen, sondern auch Natur. Verursachten Risiken, zum Beispiel Klimawandel oder Demografie bis hin zu
Epidemiologie, also die Entstehung von Krankheiten und die Übertragung von Krankheiten. Das sind alle Risiken, die auch eine ökonomische Dimension haben, die das Verhalten von Menschen auch beeinflussen kann.